Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video, meines Projektes Fahrerarbeitsplatz eines MAN SL 200 und Büssing BS 110V. Ja, es ist lange her, dass ich das letzte Mal hier so eine Folge gemacht habe und dementsprechend gespannt werden die meisten schon sein, was denn jetzt eigentlich alles so unglaublich wichtig war in der Zwischenzeit. Und heute werde ich euch das Ganze mal zeigen. Es wird eine extrem lange Folge werden, das sage ich schon mal vorweg. Aber wenn ihr dran bleibt, und ich hoffe, ihr bleibt dran, dann wird das auch sehr interessant sein. Also gerade, ja, Details und so, auf die ich heute mal eingehen werde, sind sehr interessant. Also deshalb rate ich euch einfach mal die ganze Folge, auch wenn sie leider ein bisschen länger dauert, durchzuschauen. Aber ich denke, es sollte doch ganz spannend sein. Ja, fangen wir gleich mal an. Also ich ziehe das Ganze jetzt mal ein bisschen zügig durch, weil sonst dauert das Ganze echt ewig. Also wie ihr hier schon seht, sind ja meine Wanddekorationen an ihren Platz gewandert. Also ich habe hier einmal das Schild vom RVO. Das habe ich ja schon länger. Das gab es ja damals schon beim MAN-UL-Projekt. Da hat man das schon an der Wand gesehen. Dann habe ich mir hier oben einen Haltestellenflügel bestellt. Und zwar stammt der aus dem Jahr 1973, ist also ein Original von Hakla aus Wuppertal und ist echt in einem Top-Zustand. Der hat so gut wie keinen Kratzer. Für einen Top-Preis habe ich den ergattert. Ich glaube, es waren 40 € oder so zuzüglich Versand. Also echt ein Top-Teil. Sieht echt super aus. Ist eine richtig tolle Antiquität mittlerweile. Ja, und natürlich hier meinen selbst gebastelten, sage ich mal, Rollbandkasten, der aber locker mit dem Original mithalten kann. Den habe ich ja noch ein bisschen aufgepimpt, kann man sagen. Zum einen habe ich ihn komplett grau, also in dem RAL 9004 Verkehrsschwarz lackiert und habe dann hier nochmal so eine Zwischenschicht eingebaut, so ein Zwischen, ja. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall hier dieses Weiße. Das gibt es auch in den originalen Rollbandkästen, wenn ihr mal drauf achtet. Also ich kann das hier mal machen, dass ich mal ein anderes Ziel einstelle. Hier sind die zwei Kurbeln. Funktioniert prächtig. Wenn ich hier mal, ja, ich sag mal, ich gehe mal ein bisschen vor. So, sagen wir mal, machen wir mal was Weißes rein. Ja, Kurfürstenstraße vielleicht nicht gerade. Also so sieht das dann aus, wenn man hier kurbelt. So, machen wir mal die Fischerhüttenstraße in Zehlendorf. Genau. So, wenn ich das jetzt hier rein tue, dann habe ich eben weißes Ziel auf weißem Hintergrund quasi. Und im echten Rollbandkasten sieht das genauso aus, dass hier eben so eine weiße Linie rumläuft, die das ganze Ding nochmal einfasst. Und davor natürlich dann das Glas, in meinem Fall Plexiglas und hier die Abdeckung. Den Rollbandkasten kann man im Ganzen nehmen und kann ihn, weil der hier hinten drin mit zwei Haken befestigt ist, wegheben und kann dann zum Beispiel ein neues Rollband einführen oder das alte irgendwie wie neu aufrollen oder so. Also man kann ihn auf jeden Fall runternehmen, ganz ja, speziell wie man es eben gerade braucht und dann wieder hin machen. Und ja, er sieht einfach top aus, finde ich. Und ja, kann es auf jeden Fall mit dem Original aufnehmen. Und zeigt halt so ein bisschen, je nachdem, welches Rollband drin ist, die typischen Ziele an. Meistens habe ich die Betriebsfahrt drin oder den Schulbus, dass es dann eben auch synchron mit OMSI passt. Aber es ist einfach ein tolles Teil, um mal zu zeigen, wie es denn eigentlich funktioniert hat, so ein Rollband einzustellen und quasi das Ziel des Busses anzuzeigen. Ja, das Ding hier kennt ihr ja schon, dieses Plakat von MAN. Hier war ja auch mal eins, das wird auch wieder hinkommen. Nur werde ich das dann, ich habe jetzt das alte mal weggemacht, das ist nämlich irgendwann runtergeflogen, weil das Klebeband nicht mehr gehalten hat. Ich werde das Ganze nochmal ausdrucken und dann mit Sprühkleber auf ein schönes Kartonagefeld draufkleben und dann das Ganze hier an die Wand. Dann sieht es erstens schöner aus und zweitens hält es auch besser. Und darunter kommt dann ein weiteres, beziehungsweise darüber kommt dann ein schönes Schild, was ich ebenfalls neu erworben habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon mal gezeigt habe. Nämlich das hier aus einem Büssing Emmelmann, ein originales Schild. Dem Fahrer ist die Unterhaltung mit den Fahrgästen verboten. Sehr, sehr schön, super Zustand. Das wird dann einfach hier, ja, ich sag mal ungefähr ein
die Stelle kommen und dann drunter eben das Plakat. Genau, das ist der Plan. Ja, umgesetzt habe ich das Ganze noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber das sind ja Sachen, die kann man dann auch im Nachhinein mal anbringen. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon mal zu dem ersten großen neuen Corpus Delicti, und zwar meinem neuen PC. Ich habe mir nämlich einen neuen PC oder zu Weihnachten gegönnt. Der ist dann letztendlich erst im neuen Jahr eingetroffen. Nee, er ist letztendlich erst am 27. eingetroffen, aber ja, also auf jeden Fall noch im alten Jahr. Und das Ding ist jetzt so, wie er jetzt hier steht. Ich zeige ihn euch mal. Hier unten steht er. Ein High-End-Gaming-PC mit einem Prozessor von Intel, ich glaube, es ist der i6700K, einer Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1070, einem Arbeitsspeicher von 16 GB, einem, ich weiß gar nicht, Festplattenspeicher von einem Terabyte, der verteilt ist auf 900 GB HDD und 250 Gigabyte SSD. Genau. Das ist dann sogar etwas mehr als 1 TB. Also ein super tolles Gerät. Funktioniert viel, viel besser als der alte. Funktioniert wirklich blitzschnell. Auch mit OMSI erreiche ich immer flüssige Frameraten. Also da stürzt einem überhaupt nichts mehr ab. Es ist eine enorme Verbesserung gegenüber meinem alten PC. Und zusammen mit dem neuen Bildschirm, der eben hier steht, der ist von Asus, mit einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde, ist das echt ein super Teil. Ich habe dafür, lass mich mal gerade überlegen, ich habe im Gesamtpaket dafür 1.900 € bezahlt. Da waren aber auch inbegriffen die Leistungen des PC-Fachmanns, wo ich das Ding gekauft habe, denn der musste den ja auch zusammenstellen, zusammenbauen etc. Und dafür 1.900 € ist, glaube ich, echt ein super Preis. Neu natürlich. Ihr werdet euch bestimmt wundern, beziehungsweise einige von euch werden sich wahrscheinlich fragen, warum ich mir jetzt schon wieder nur so einen in Anführungsstrichen kleinen PC-Bildschirm hier geleistet habe. Ja, ganz einfach deswegen, weil ihr werdet es ja hier schon sehen können. Wenn ich mir jetzt, das ist jetzt glaube ich einer mit Bildschirmdiagonale 70, wenn mich nicht alles täuscht, genau, also etwa 70. Wenn ich mir jetzt den größeren nehmen würde, dann würde der nicht nur hier irgendwann mal an die Dachschräge stoßen, sondern er würde mir, und das ist eben der Hauptaspekt, hier das Plakat und das Schild auch verdecken. Und da ich jetzt sowieso nicht so mordsweit weg von dem Bildschirm sitze und ganz ehrlich, mir reicht die Größe so. Und größere Bildschirme kosten dann eben auch dementsprechend mehr, und dafür habe ich im Moment einfach noch nicht die Kohle. Ich kann mir ja jederzeit noch einen besseren, größeren nachrüsten, aber der ist einfach top, weil er eben eine geringe Reaktionszeit hat, und damit richtig flüssige Spielabläufe darstellen kann. Und von der Größe her, bei mir ist er ausreichend, oder für mich ist er ausreichend, und deswegen bin ich gar nicht scharf auf einen größeren. Gibt es natürlich jetzt von euch, von eurer Seite aus wahrscheinlich andere Meinungen, aber das ist auf jeden Fall meine. Ich finde, er ist voll in Ordnung. Und wenn die Kamera jetzt wieder scharf stellen würde, dann wäre das eine super Sache. Will nicht mehr. Ja. Okay, gehen wir gleich mal weiter zum nächsten. So, den PC habe ich euch jetzt kurz gezeigt. Jetzt gehen wir gleich mal weiter eben zum nächsten Thema. Ihr seht, es sieht in meinem Zimmer aus wie ja, nach einem Bombeneinschlag, kann man schon fast sagen. Es ist halt einfach im Moment so, dass vor 2 Tagen die lackierten bzw. gesandstrahlten und dann gepulverten Teile endlich eingetroffen sind. Es hat sich ja über ja, mehr als 3 Monate hingezogen. Am 31. Oktober habe ich die Teile in die Lackierung gegeben, und weil da ein paar Probleme aufgetreten sind, dazu komme ich gleich noch, hat sich das Ganze eben echt eine halbe Ewigkeit lang hingezogen, aber jetzt sind sie dann eben gekommen. Und man sieht es hier auch schon, ja, wenn man hier mal rüber schwenkt, ihr seht da schon, da liegt schon so ein bisschen was, das kennen wir doch noch irgendwo her wahrscheinlich. Ja, und da fangen wir jetzt einfach mal an und arbeiten uns chronologisch durch. Also ich fange hier mal an mit der Wagenheldanzeige.
Das Ding habe ich hier ja, dieses Auffassungsstück, habe ich euch ja schon mal gezeigt, habe ich lackiert. Und hier dann das Rohr, ist so ein bisschen dreckig hier, muss man mal sauber machen. Dieses Rohr ist ja, wie eben hier die meisten Teile, die ich euch noch zeigen werde, gesandstrahlt worden und dann ja, neu gepulvert worden, auch in diesem RAL 9004, sodass es exakt zu diesem Farbton hier passt. Und das Ding werde ich hier noch einkleben auf jeden Fall, das habe ich noch nicht gemacht, und dann hier mit einem ebenfalls dunkelgrauen oder schwarzen Silikon noch schön ja, hier diese Fuge ausfüllen. Genau, und ich muss es dann eben noch ein bisschen ausjustieren. So ist es jetzt noch locker, aber das mache ich noch. Die Kabel sind hier schon reingezogen, wie man hier schon sieht. Also hier aus der Anzeige raus, in dieses Holzauffassungsstück rein und dann in das Rohr rein. Gehen die hier durch, gehen dann quasi hier vom Rohr in das Holz rein, in den Korpus rein, und hier kommen sie dann raus und sollten dann mal irgendwann hier draußen sein. Ich habe sie jetzt noch nicht durchgeführt, das mache ich noch. Ich bin nämlich gerade noch am Überlegen, wie ich die Wagenheldanzeige ansteuern soll, ob ich die umständlich mit einer Relaiskarte bzw. Relais und dem Arduino dann über die eingebauten 24 Volt Lampen ansteuern soll oder ob ich sie umrüsten soll auf LED, womit es dann wesentlich einfacher gehen würde. Naja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen weitergemacht im Elektronikschrank sozusagen. Hier sind jetzt mal 8 Relais an ihren Platz gewandert. Ne, 7. Okay. Ja, 7 Relais an ihren Platz gewandert. Alles 24 Volt Relais, keine 12 Volt Relais mehr, weil die meisten Schalter, die eine Glühlampe drin haben, eben eine 24 Volt Glühlampe drin haben und weil mein Netzteil hier auch 24 Volt ausgibt. Die Haltewunschglocke, die müsste ich dann eben koppeln, wenn jetzt mein Arduino das Signal bekommt aus COMSI, hey, du, die Haltewunschlampe ist angegangen, dann müsste ich die eben umständlich mit den 24 Volt Lampen in der Wagenheldanzeige verbinden. Und das ist nicht nur relativ umständlich eben von der Verkabelung her, sondern eben auch teuer, weil so eine Relaiskarte ja auch ein bisschen was kostet. Und das Ganze verbraucht natürlich mit diesem Netzteil hier auch mehr Strom als LEDs, ist auch klar. Und dann eben hier diese Glocke damit koppeln, dass die dann auch immer angeht. Ja, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das lösen werde. Also ich halte euch auf jeden Fall mal auf dem Laufenden, aber ich kann da jetzt noch nichts dazu sagen, wie ich das dann genau realisieren möchte. So, apropos Glocke, weil wir hier gerade schon so unterwegs sind. Ihr seht, hier gehen ein paar Kabel raus, die ich noch nicht zusammengebunden habe. Ich werde die Kabel dann alle noch mit kleinen Kabelbindern zusammenbinden, damit es nicht ganz so unordentlich aussieht, die dann hier weitergeführt werden und dann hier entlang gehen. Und da komme ich dann gleich noch dazu, wie es da dann weitergeht. Ich bleibe jetzt erstmal kurz hier. Diese Kabel, die führen hier durch die Holzwand durch und kommen dann hier raus. Und zwar hier unten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier kommen die raus und gehen dann hier in so ein Verteilerbrettchen rein, beziehungsweise eine Klemme. Sieht von unten so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das sind solche Klappklemmen. Und da gehen die Kabel rein. So, und dann sind hier weitere Kabel, die dann auch dafür da sind, die dann eben hier reinzustecken in diese Klemmverbinder. Das Ganze mit diesen Klemmverbindern habe ich nur gemacht, weil ich diesen Zahltisch mit diesem Brett hier drauf eben einfach immer individuell wegheben muss, wenn ich diesen ganzen Fahrerarbeitsplatz-Korpus hier an meinen Schreibtisch ranrücke. Und dafür ist dann eben auch dieser Verbinder da, diese Klemme da, dass man das immer abstöpseln kann und wieder anschließen kann. Genau, das dazu. So, und diese Kabel, die sind jetzt dafür da, dass ich meinen Zahltisch ansteuern kann. Also die, ja, im Grunde genommen die Geldkassette. So, und das zeige ich euch jetzt mal kurz, wo das Ding hingeht. Und zwar gehen diese Kabel hier dann einfach hier durch die Platte durch und dann direkt, ich hoffe, man kann es erkennen, hier hinten in den Zahltisch rein, ja, in diesen Schlitz hier rein und darüber wiederum
einfach hier innerhalb des Gehäuses einfach hoch und irgendwann dann über 1000 Umwege. Ich zeige es euch gerade mal. Dann gehen die hier. Ich muss es mal irgendwie versuchen hier zu zeigen. Ja, genau. Dann kommen die hier raus. Ich denke mal, ja genau, hier oben diese Schublade, wenn man die aufmacht. So, dann kommen die hier von hier hinten durch und gehen dann eben hier gesammelt nochmal durch in Richtung der Geldkassette. Und dann, also die Schublade kann man trotzdem noch öffnen und schließen. Das geht genauso wie gewohnt. Und dann gehen die eben hier dahin, wo dann eben die Mikroschalter angebracht sind. Die sind ja hier drin, die Mikroschalter, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und da sind die dann eben hier verkabelt. So sieht das aus. Ich habe das mit solchen Flachsteckhülsen gemacht und da sind die eben angekabelt und das Geld fällt trotzdem ohne Probleme raus und stößt nicht irgendwie an die Flachsteckhülsen oder an Kabel an, weil sonst gäbe es ja eventuell einen Kurzschluss, aber das ist echt nicht der Fall. Die gehen da wunderbar vorbei, die rollen wunderbar vorbei und so kriege ich dann meinen Kontakt quasi über diese Steckverbinder dann hier weiter nach da hinten, aber das zeige ich euch gleich noch. Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären, und zwar dem Schalthebel. Den kennt ihr ja mittlerweile auch schon und hier liegt auch ganz schön gleich mal ein Bremspedalaufsatz, aber dazu komme ich auch gleich noch. So, jetzt habe ich mir hier diesen Schalthebel. Das Rohr wurde auch gepulvert, ja, und davor gesandstrahlt. Diesen Schalthebel mit einem neuen Schaltknauf ausgestattet. Diesen von Logitech fand ich nicht mehr so, den Burner. Deswegen habe ich mir hier selbst einen bestellt. Und der stammt auch aus dem Oldtimer und kommt an den echten, wie er im Büssing BS110V und im MAN SL200 und anderen Standardlinienbussen verbaut war, recht nah ran. Ja, auch von der Größe her optimal. Und hier unten habe ich das Logitech-Logo einfach mal überpinselt. Da sieht man gar nichts mehr davon. Ganz einfach deswegen, weil ich da, ja, ich möchte das Ganze neutral halten und ja, es soll einfach nur ein Schalthebel sein und jetzt nicht von irgendeinem bestimmten Hersteller. Genauso ist es. So, und jetzt kann ich hier natürlich nach wie vor wunderbar schalten. Und mit dem Schaltknauf ist es einfach eine Freude, hier zu schalten. Man hat einfach ein ganz anderes Gefühl und es macht einfach Spaß, da entlang zu schalten. Genau, und da wird es später dann auch nochmal eine kleine Info dazu geben, also in einem nächsten Video, wie genau ich dann die Schaltfrequenz in OMSI einprogrammieren kann. Genau, denn es ist ja ein G29 Schalthebel, ein G29 Shifter und kein G27. Bei dem G27 kann man das ein bisschen einfacher realisieren, beim G29 ist es etwas komplizierter, aber wie das funktioniert, das zeige ich euch natürlich dann auch nochmal in einem der nächsten Videos. So, ich habe jetzt mal die Seite gewechselt. Ihr seht schon, hier hinten ist der Schalthebel, wo wir gerade waren. Und möchte euch nochmal kurz zeigen, wohin die Kabel da führen. Die Kabel, die ich euch ja vorher schon gezeigt habe, die führen dann hier weiter. Ich habe dann diese mit anderen Kabeln von zum Beispiel dem Lenkrad und den Pedalen auch zusammengebunden. Also ihr seht gerade hier bei den Pedalen, ich muss mal eben das Kameralicht einschalten. Das Licht, damit ihr ein bisschen mehr seht. So, also diese Kabel hier sind jetzt, die gehören dazu nicht. So, genau, von den Pedalen führen ja hier Kabel weg. Die habe ich dann auch hier zusammengebunden. Die führen dann auch mit hoch. Und zusammen mit den Kabeln vom Lenkrad sind die hier relativ übersichtlich zusammengebunden. Und dann führen alle Kabel in einem hier weiter. Also führen alle hier unten entlang. Auch zusammen mit den Kabeln von dem Zahltisch eben, genau, von dem Geldwechsler. Und hier ist mein Logitech G29 Shifter Adapter angeklebt. Der ist ja von Leo Bodner. Und dann hier, ja, die Verbindung ist gerade draußen. Ich weiß gar nicht wieso. Der USB-Stecker ist gar nicht eingesteckt. Aber der würde dann genauso wie alle anderen Kabel auch hier weiterführen. Und würde dann hier in diesem anderen Kasten eben zusammengebunden werden und dann fertig für den PC
hier rausgeführt, rausgeleitet werden, sodass man ihn dann eben anschließen kann. Und weil wir schon mal gerade hier unten entlang rauchen, möchte ich die Chance mal nutzen und euch zeigen, beziehungsweise allen Interessierten mal zeigen, dass hier eben mein Logitech G27 auf dieses etwas schräg gestellte Holz, was von diesen beiden Stützen hier gehalten wird, aufgeschraubt ist und hier oben dann eben begrenzt ist durch diesen Begrenzungsanschlag, diesen Zapfen, der vorne dann dieses Loch hat, wo dann die Lenksäule durchgeht. Genau, und unten ist das Ganze gestützt durch diese Stütze, kennt ihr ja alle schon, ist jetzt eben alles lackiert, sieht halt ein bisschen anders aus als vorher. Genau, das war's dazu und hier haben wir dann den Armaturenbrettträger, den kennt ihr ja auch schon. Mit dem Kameralicht sieht man jetzt ganz gut nochmal die Strukturierung, die Marmorierung, wie schön das auch geworden ist. Ja, das nächste Thema sind hier diese Schalter in diesem kleineren Schrank eben rechts. Die möchte ich euch nur nochmal ganz kurz zeigen, sind hier sind halt die Kabel angelötet worden und das Ganze ist dann eben hier zu diesem Loch hingeführt worden. Auch hier sämtliche Kabel, die dann nach oben weggeführt werden und dann hier, ich muss es euch gerade mal zeigen, die dann hier durchgehen, hier dieses kleine Fitzelchen, hier weitergehen und dann durch die Decke durchgehen, hier durchgehen, durch dieses Holz und dann eben für den Haltewunschtaster, der ist auch neu. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Der ist nämlich, der schaut nämlich so aus. Ich zeige ihn euch mal. So schaut er aus. Der ist nämlich hier, da habe ich eine Bohrung in dieses Holz gemacht. Also keine Durchbohrung, sondern nur eine Etwasbohrung. Also ein bisschen reingebohrt halt. Und dann eben das Ding hier reingesetzt und reingeklebt, sodass er da schon mal stabil hält. Ja, kann man hier auch drauf drücken. Genauso wie hier an der Seite kann man auch drauf drücken. Und den habe ich hier auch umgerüstet. Da war ursprünglich eine Glühlampe drin als Beleuchtung für diesen Pfeil. Dabei muss man sagen, dass dieser komplette Schriftzug hier nicht beleuchtet ist, nur der Pfeil. Und für diesen Pfeil als Beleuchtung war eben eine 24-Volt-Lampe drin, auf jeder Seite. Und da ich die eben auch viel einfacher ansteuern wollte, habe ich die dann umgerüstet auf LED. Jeweils eine LED für beide Lampen eingebaut. Oder für beide Pfeile eingebaut und die dann eben auch hier rausgeleitet. Ein Loch hier vom Gehäuse genutzt, wo das Ganze rausgeführt wird. Und dann hier nochmal ein Loch reingebohrt in dieses, also diese Kabel hier kann ich auch mal wegtun. Ein Loch gebohrt hier in dieses Rohr und dadurch dann durchgeführt hier unten durch. Und dann eben hier raus und hier durch und dann eben hier unten entlang bis zu diesem Loch, wo sie dann eben hier durchkommen. Und dann wären wir nämlich auch schon beim nächsten, nämlich diesen Steckverbindern hier, die dann dafür zuständig sind, alle Funktionen, die nicht direkt an diesen Armaturenbrettern oder auf diesen Armaturenbrettträgern drauf sind quasi oder drin enthalten sind, dass sie mir die aber trotzdem mit dem Armaturenbrett mitschalten. Wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erklären. Also das hier ist der Träger vom MAN SL200 Brett. So, dieser Träger soll ja getauscht werden können gegen den exakt genauso großen Träger vom BS110V Brett. Damit das machbar ist, ist er eben hier, dann später wird er hier an diesen Schraubstellen hier verschraubt und liegt dann eben hier auf diesem Holzbrett drauf. Davon kann man ihn abschrauben und dann gegen den vom BS110V tauschen. Das geht dann dadurch, man kommt eben an diese Schrauben nur, wenn dieses Armaturenblech, was hier mal drin sein wird, herausnehmbar ist. Das werde ich realisieren dadurch, dass ich die alten Schrauben, diese, wo man so drauf drückt und die ein bisschen dreht, mit dieser Feder drin, dass ich die eben in Funktion belasse. Das heißt, man kann das Armaturenblech rausnehmen und kann es dann, obwohl es mit diesen Kabeln hier mit den zwei Platinen verbunden ist, etwas rausheben, sodass man an diese Schrauben kommt und den Träger abschrauben kann. Wenn man den dann abgeschraubt hat, kann man ihn einfach runterheben im Ganzen und gegen den anderen tauschen. Damit ich den jetzt aber runterheben kann,
muss ich hier meine Platinen, hier habe ich nämlich so eine Einlage gebaut, die besteht aus starkem Karton, wo sich mein Arduino drauf befindet. Das ist wiederum mit einem USB-Kabel hier verbunden und das führt dann zum PC. Hier ist ein Loch durchgebohrt, wo dieser USB-Kopf auch durchpasst. Und angenommen, ich möchte jetzt diesen Träger tauschen gegen den anderen, muss ich nur, wenn ich das Blech hier eben runtergehoben habe und sowieso diese Schrauben hier von dem Träger schon gelöst habe, einfach nur hier ausstecken, diesen USB-Stecker, und den kann ich dann ein bisschen hier wegheben. Das Ding hier ist aber fest mit dem Arduino. Das ist einfach fest hier in diesem Träger drin oder ist draufgeklebt, sodass das quasi drin bleibt, in dem Träger drin bleibt. Und das habe ich, Entschuldigung, das habe ich nicht nur mit dem Arduino gemacht, sondern auch mit dem R-Case. Das R-Case kommt dann mal an diese Stelle hier. So ein Ding habe ich hier nochmal liegen. So sieht es dann aus. Kann man ganz gut sehen. Das R-Case auf dieses Kartonteil aufgeklebt. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich ja hier vorne, wenn ihr euch erinnert, ich zeige es euch nochmal, hier habe ich ja einige Schalter und auch eine Kontrolllampe und auch hier durch diesen Haltewunsch-Taster, der hier fest drauf liegt, habe ich auch eine Kontrolllampe und eventuell ja dann auch noch die Haltewunschlampe, die sich dann hier hinten befindet und auch angesteuert werden will, habe ich ja einige Anzeigen bzw. Kontrolllampen, Schalter, die ich noch mit ansteuern möchte. Damit mir das jetzt trotzdem gelingt, habe ich eben hier diese Steckverbinder gemacht für alle diese Schalter und Funktionen, Kontrolllampen, Anzeigen, wie auch immer, die ich eben extern von diesem Träger schalten muss. Und zwar für beide Träger, für beide Bretter. Das ist jetzt zum Beispiel hier als Beispiel das F. Das F steht für Fernlicht und steuert mein Fernlicht an. Das sind diese zwei Drähte, die gehen dann hier durch dieses Loch durch. Die kann ich hier rausnehmen und hier werden dann noch zwei rankommen und die werden dann hier unten, ebenso wie ich es mit denen hier zum Beispiel schon gemacht habe, werden dann hier unten durchgehen und dann hier rein zum Arduino. Werden dann auch fest mit dem Arduino verbunden. Das habe ich hier teilweise schon gemacht. Die werden hier eingeklebt, also dass sie nicht mehr raus können, dass sie so einen gewissen Abstand haben. Und dass sie dann eben durch dieses Loch durchgeführt werden können und einfach hier in diese Steckverbinder zusammen mit den anderen Drähten eingesteckt werden können und ausgewechselt werden können, beziehungsweise einfach nur abgesteckt werden können, wenn ich den Träger wegheben will. Dazu sind diese Leisten da. F steht wie gesagt für Fernlicht, das heißt diese zwei Drähte hier gehen dann hier innen drin weiter bis zu meinem Fernlichtschalter. Der sitzt dann hier unten. Ist dann auch mit diesen zwei Drähten, das sieht man hier hinten, verbunden und lässt sich dann so eben mit beiden Brettern, also mit beiden Trägern, wenn jetzt hier gerade der Träger vom SL200 steht, dann eben mit dem Träger vom SL200 verbinden. Wenn da der vom BS110V steht, dann eben mit dem vom BS110V verbinden. Hat auch den Vorteil, dass ich solche Kontrolllampen und Schalter, die jetzt zum Beispiel nur für den SL200 vorgesehen sind, dann eben ganz beliebig nur beim SL200 verbinden kann. Und beim BS110V, ja, da lasse ich halt die Drähte einfach hier lose rum. Oder ich stecke sie eben hier ein. Und weil ja für diese Funktion dann kein Kabel, kein Draht vom Arduino vorgesehen ist oder vom R-Case, geht dann eben hier kein Draht raus und die lasse ich einfach hier drin, fertig, aus. Dann habe ich diese Funktion bei diesem Brett eben nicht. Das ist dann die ganze einfache, aber funktionale Funktionsweise dieser Steckverbinder. Genau. Ja, das wäre es dazu gewesen. Dann sind wir jetzt auch schon beim Armaturenbrett an sich. Das fehlt hier noch in dem Fall. Ich fange aber schon mal an mit der Handbremse, mit dem Feststellbremsventil. Kennt ihr ja auch noch mit diesem Erhöhungsring. Die Halteplatte wurde jetzt auch neu lackiert, sieht man hier auch sehr schön geworden. Also wirklich sehr, also wie im Neuzustand, sagen wir es mal so. Dann habe ich hier zwei Schrauben, die kommen relativ nah an die Originalschrauben ran, mit denen werde ich dann später die Platte an dem Träger befestigen.
Und zwar nur mit diesen beiden, mehr braucht es dafür nicht. Das lässt dann eben zu, dass ich, wenn ich jetzt den SL-Träger, den ich jetzt hier stehen habe, wechseln will gegen den BS-Träger, dann kann ich einfach die Schrauben rausdrehen, die zwei, dann kann ich das Ventil samt Halteplatte einfach hier runternehmen und kann dann den Träger einmal auswechseln und dann in den neuen Träger einfach wieder dieses Ventil samt Platte draufsetzen und wieder anschrauben. Und dazu, dass das dann auch wieder schaltbar ist, habe ich auch hier mit Steckverbindern gearbeitet, wie man hier sieht. Und zwar gehen hier zwei Drähte von meiner Handbremse weg. Das sind diese beiden. Ja, und diese beiden lassen sich dann hier in diese beiden Klemmen reinstecken und davon gehen dann auch zwei Drähte zum A-Case und verbinden mir dann meine Handbremsschaltfunktion mit dem A-Case vom BS110V bzw. vom SL200. Und dieses Kabel hier ist ja die USB-Verbindung fürs A-Case, die ist ja normalerweise dann hier hinten eingesteckt. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, dass ich hier einigermaßen noch im zeitlichen Rahmen bleibe, aber ich denke, ich werde es nicht hinbekommen. Ja, jedenfalls, ich mache jetzt einfach mal weiter hier. Hier habe ich jetzt das A-Case vom SL-Brett. Hier sind jetzt diese ganzen Funktionen schon angelötet und mit den Steckverbindern am Ende schon quasi fertig. Soweit, also ja, hier zum Beispiel Steckverbinder einfach. Die werden einfach nur noch dann an die Schalter angesteckt. Ich habe mir da schon dementsprechend einen Plan gemacht. Ich weiß es nur gerade nicht, wo der ist. Ich denke mal hier. Ja, genau. Das ist der Plan. Hier habe ich mir zum Beispiel das SL-Brett skizziert und habe mir dann genau aufgeschrieben, welche Funktionen dann angesteuert werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal den Türtaster für die Tür vorne nehmen möchte, dann habe ich hier die 31 für den Türtaster. Dann weiß ich, wenn ich hier mal umdrehe, kann ich nachschauen, 31, Tür 1. Ab hier geht es los mit B01, das heißt, das wäre dann mein B11, Ausgang am Arduino. Das heißt, ich schaue hier einfach mal, wo ist denn B, Leiste B ist hier drüben. Ach, ich habe gerade Arduino gesagt, Entschuldigung, ich meinte A-Case. Leiste B ist hier drüben, dann schaue ich mal, wo ist denn hier die 11, das ist die 11. Das heißt, hier müssen meine beiden Kabel für den Türtaster sein. Das heißt, ich kann dann eben die zwei Kabel nehmen und kann dann sagen, hey, hier ist ein Steckverbinder dran, stecke ich den doch am Türtaster an, dann habe ich meine Tür 1. Und das habe ich eben schon vorverkabelt, das Arduino wird dann nochmal auf so einen Karton aufgeklebt, dann reingesetzt und dann kann ich dann eben, wenn ich das Armaturenblech auch reingesetzt habe, die Schalter mit den Flachsteckhülsen dann verbinden. Genau, hier habe ich nochmal zu Probezwecken ein Zündschloss stehen. Ich habe mir da noch ein zweites bestellt für den BS110V. Und das bin ich gerade noch hier am Durchmessen. Ja, ansonsten hier noch ein Warnblinkschalter, in den ich noch eine LED einbauen muss. Wie das funktioniert, wollte ich euch ja auch schon mal zeigen. Ist eigentlich relativ einfach, kann ich euch jetzt an der Stelle gleich mal zeigen. Ihr nehmt diesen Schalter, ihr bohrt einfach hier seitlich ein Loch rein. Also etwa auf der Höhe ungefähr. Das kommt dann eben hier innen raus. Ich mache nochmal kurz das Kameralicht an, dann sieht man es besser. Also ihr bohrt ein Loch, das kommt dann eben hier innen raus. Ich muss gerade mal schauen, genau. Ihr bohrt also hier durch und dann müsst ihr aufpassen, denn ihr müsst dann nämlich, sobald ihr an diesem hellweißen Kunststoff anstößt, müsst ihr aufhören zu bohren. Ihr dürft durch diesen hellweißen Kunststoff nicht durchbohren, also nur bis dorthin. Das ist dann eben ja hier der Fall, ja, sieht man ja, bis zu dem Weißen, also bis vor dem Weißen. Da könnt ihr dann mit zwei extrem dünnen Drähten durchgehen. Die sehen aus wie der hier zum Beispiel. Also sind im Vergleich zu anderen Drähten doch recht viel dünner. Bekommt ihr zum Beispiel im Modellbaubedarf. Da geht man eben hier durch und dann mit dem Draht innen hier wieder raus und dann könnt ihr da eine LED anlöten und die LED erstmal isolieren mit Isolierband und dann hier in diese Vertiefung einsetzen.
ein bisschen spielen lassen bei dem ganzen Draht hier und dann hier außen ankleben, sodass, wenn ihr das Ding hier hochdrückt, ihr könnt das hier drücken, das geht dann hoch und runter, sodass ihr, wenn ihr das drückt eben und sich das dann ein bisschen bewegt, dass dann eben auch hier der Draht ein bisschen Spiel hat und nicht irgendwie abreißt. Genau, und damit das Ganze dann noch durch die Kappe durchpasst, nehmt ihr euch einfach die Kappe und bohrt oder sägt dann da seitlich so einen Schlitz rein bis zu der Öffnung. Die könnt ihr euch dann anzeichnen. Ihr schraubt die Kappe rein und macht euch einfach einen Punkt hier in dem höchsten bzw. in dem niedrigsten Punkt, wie eure Kappe da drin sitzt. Macht ihr euch dann hier so einen Kennpunkt durch dieses Loch durch. Das war dann in meinem Fall eben hier oben. Und dann macht ihr einfach so einen Schnitt, dass da dann eben das Kabel durchgeführt werden kann. Dieses Loch, von diesem Loch, von diesem Schlitz sieht man gar nichts mehr, wenn die Kappe dann drin steckt. Das ist dann alles wunderbar und es sieht aus, als wäre der Schalter noch absolut unbeschädigt und original. Ja, anschließend könnt ihr ihn hier unten, aber das glaube ich ist selbsterklärend. Dann noch kurz ein paar Worte zu den Tachos. Ich habe hier nach wie vor meinen 100 km/h Tacho und weil sich keiner mehr dafür interessiert hat, habe ich mir gesagt, hey komm, den nimmst du jetzt doch her. Und ich habe beide Tachos abgeschnitten, beziehungsweise ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, abgetrennt, sodass das ganze Gehäuseinnere einfach wegfiel und dann wirklich nur noch hier die Auffassung für die Nadel da. Das ist ja hier dieses innere Ding, das ist für die Nadel, sodass das noch übrig geblieben ist. Und dann, das kann ich euch am besten bei dem anderen zeigen, dann sieht das Ganze so aus. Dann habe ich mir hier in die Öffnungen für die Lampen. Ich habe die Originallampen für die Beleuchtung rausgenommen und habe dann in die Öffnungen LEDs eingeklebt, die ich dann hier schon wegführe, weil ich auch die Instrumentenbeleuchtung mit LED realisieren will. Aus den genannten Gründen. Ich kann sie mit COMSI ansteuern, also sie hat immer genau die Stellung, die sie im Spiel auch hat. Die LEDs schlucken weniger Strom und sie geben die gleiche Strahlkraft. Und hier in der Mitte dann mein Graupner-Servo. Da habe ich mir extra noch zwei Graupner-Servos bestellt. Einer zum Stückpreis von 30 Euro, hier mit einem Verbinder festgeklebt, montiert, sodass er aber immer noch Spiel hat und an dieser Nadel anliegt, an diesem Nadelaufsatz. Und so kann ich dann eben meine Nadel steuern, genau, und meinen Tacho mit OMSI in Betrieb nehmen. So einfach geht das und es funktioniert absolut zuverlässig, wie das folgende Video beweist. Da sieht man den Tacho nicht nur mit Instrumentenbeleuchtung, die eben durch diese LEDs realisiert wurde, sondern auch eben mit funktionierender Nadel und es funktioniert prächtig. Der einzige Vorteil, der jetzt hier entscheidend ist für diesen Graupner-Servo, der doch um einiges mehr kostet als die anderen Servos, ist, dass er einfach von der Mechanik her stabiler gebaut ist. Er muss sich ja auch viel öfter und viel mehr bewegen als die Servos in den Anzeigen und dass er eben einfach laufruhiger ist als die anderen Servos. Eine höhere Stellgenauigkeit als die günstigen Servos hat aber auch dieser Graupner hier nicht. Der Vorteil der LED-Verkabelung ist, dass ich hier diese Lampe, die steuert nachher meine Kontrollleuchte für die Geschwindigkeit, also diese rote Lampe, die dann immer angeht ab einer gewissen Geschwindigkeit, dass ich durch die Ansteuerung per LED diese Lampe mit dem Arduino so verbinden kann und mit COMSI so programmieren kann. Ich werde euch das nochmal zeigen bei Interesse, dass ich damit eben auch synchron zu OMSI diese Lampe anlassen oder angehen lassen kann, wenn sie eben in OMSI auch angeht, sprich ab einer gewissen Geschwindigkeit des Busses brennt diese Geschwindigkeitswarnlampe. Und das ist eben der große Unterschied zu dem Tacho, wenn ich ihn jetzt so in Betrieb nehme, dass ich die Glühlampen da drin lasse, dann geht zwar auch irgendwann, wenn der Kontakt da mechanisch am Tacho gegeben wird, die Lampe an, aber halt nie synchron zum Spiel. Hier sieht man gerade noch mal richtig schön meinen Haltewunsch-Taster oder Schalter, wie auch immer. Den habe ich freundlicherweise, genauso wie ein Fahrersitz, den ich euch jetzt leider noch nicht zeigen kann, weil er gerade noch in Aufarbeitung ist. Ich werde ihn euch aber in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall zeigen. Den habe ich genauso eben wie den Fahrersitz kostenlos
oder für einen ja nicht erwähnenswerten Betrag vom OCM bekommen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Und ja, der hat hier dran noch eine Haltestange, die ich dann hier einfach, weil das Ding ja schon fest ist. Und wenn mein Fahrarbeitsplatz dann am Schreibtisch dran steht, wird diese Haltestange etwa hier ungefähr, wird dann die Wand anliegen, also diese Wand hier. Und dementsprechend werde ich dann hier nochmal so einen Klotz, einen Holzklotz rausführen, wo ich den dann dran befestige. Der wird dann noch weiß lackiert, dass er zur Wand passt. An der Wand dann quasi als Abstandhalter fungieren und hier dran einfach als schönen Abschluss. Ansonsten hält das Ding aber und funktioniert natürlich auch. Hier habe ich drei Anzeigen liegen, an denen ich euch exemplarisch mal zeigen kann, was ich da gemacht habe. Ich habe nämlich den Ring wieder aufgepresst, nachdem ich hier die Nadel und alles ja, eingerichtet habe und so. Also klar, logisch, ich habe die Anzeige wieder zusammengesetzt und habe eben dann die Ringe aufgepresst. Das hat wunderbar funktioniert mit einer Rohrzange und einem Stück Karton als Zwischenunterlage, dass man nicht direkt auf den Ring draufdrückt. Also sieht wirklich wieder eigentlich aus wie fabrikneu. Und danach habe ich das Ganze, also ich habe die Ringe, bevor ich sie aufgepresst habe, abgeschliffen. Ist logisch. Und dann, nachdem ich sie aufgepresst habe, lackiert. Das heißt, hier die Scheibe wieder komplett abgeklebt und dann erstmal mit zwei Schichten schwarzem Mattlack und dann einer dicken Schicht mattem Klarlack übersprüht und neu lackiert. Und das Ergebnis kann sie mehr als sehen lassen. Das habe ich bei allen Anzeigen so gemacht. Das sieht jetzt echt wieder, ja, im Grunde genommen fabrikneu aus. Ich denke doch, so sollte Restaurationsarbeit laufen, wenn man sie durchführt. Man sollte die Anzeigen eigentlich nicht von neuen wegerkennen können. Ja, und das Ganze habe ich auch zum Beispiel bei den Bremsanzeigen für den SL200 gemacht. Die können sich auch wieder echt sehen lassen. Man sieht hier recht schön den für MAN eben typischen flachen Rand im Gegensatz zu den Anzeigen vom BS110V, die eben abgerundeten Rand haben. Und diese zwei Anzeigen hier habe ich mir auch im Nachhinein noch bestellt von einem, ja, ich möchte mal sagen, doch sehr bekannten Busfahrer aus Berlin, der die Teile teilweise verkauft. Vielen Dank nochmal dafür, für diese Chance, diese zwei Anzeigen zu ergattern. Ja, ich weiß, dass dieses Symbol hier nicht ganz historisch gesehen einwandfrei passt, aber teilweise wurden die Anzeigen ja auch einfach mal ja, gerade verbaut, wenn sie eben vorrätig waren. Und das war eben in dem Fall der Fall. Und somit habe ich da die Anzeige. Das Symbol ist zwar ein anderes, aber die Funktionsweise exakt gleich. Die Anzeigen sind noch lose hier drin, die werde ich dann noch festmachen. Und hier eingesetzt in die Armaturenbrettträger habe ich auch schon die Schildchen, wieder mit neuen Nieten. Die Nieten habe ich einfach eingeklebt, aber ich glaube, das habe ich euch sowieso schon mal gezeigt. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, dass der Armaturenbrettträger einfach nur schief auf diesem Holz drauf stand. Ja, also er ist noch nicht fest, deswegen kann ich ihn hier noch rumschieben. Und deshalb war die Öffnung hier vom A-Case, von diesem Karton, nicht ganz passend. Also ich habe die schon passend gemacht. So sieht das dann aus. Wird eben dann noch angeklebt. Genau, das dazu. Und jetzt mal schnell weiter zu den Armaturenbrettern, würde ich mal sagen. Ja, und zwar haben wir da schon das erste liegen. Das ist das vom SL. Ich hoffe, man kann sich noch dran erinnern. Ich mache auch hier nochmal das Kameralicht an, damit ihr einfach ein bisschen besser seht. Das Ding kann sich, glaube ich, sehen lassen, wie man hier recht deutlich erkennt. Doch komplett neu, ohne auch nur eine geringste Unebenheit im Lack. Absolut neu, ja, neuwertig. Kann man eigentlich fast schon sagen. Hier die Anzeigen des SL200, die habe ich auch komplett gereinigt, mit Servo versehen und dann wieder geschraubt, gewissermaßen. Die Nadeln stehen jetzt einfach auf verschiedenen Stellwerten, weil ich sie zuletzt mit dem KTT darauf eingestellt habe. Ja, und hier in den Kontrolllampeneinfassungen sitzen schon die LEDs bereit. Die werde ich da nochmal zurechtdrücken und festkleben. Warum in der Sprechanlage und in der Bremsflüssigkeitsleuchte keine Lampe ist, kann ich euch auch direkt beantworten. Die Bremsflüssigkeitslampe be oder ja, Einfassung bekommt keine Lampe,
weil das diese Funktion so in OMSI nicht gibt und sie somit auch nicht zu verkabeln ist. Die Sprechanlagenleuchte, die bekommt schon eine Lampe, die dann gekoppelt werden wird mit dem Schalter für die Sprechanlage. Das ist der hier. Und da wären wir auch schon bei den Schaltern. Schalter alle eingeklebt, eingesetzt, wunderbar. Funktionieren die alle hier, der Taster für den Wascher und die Kontroll- oder die Schalterleistenbeschriftung hier bin ich auch gerade am Zusammensetzen. Hier sind noch ein paar Teile. Das mache ich noch fertig. Der andere Schalter ist der Schalter, den ich verkabelt habe. Diesen Schalter habe ich nicht verkabelt, nur diesen hier. Der wird dann auch noch eingesetzt. Und jetzt habe ich auch endlich klären können, für was diese beiden Schalter eigentlich zuständig sind. Sie sind zuständig für die Dachluken. Das hier ist der Schalter für die hintere Dachluke und das ist der für die vordere. Nur die vordere möchte ich später dann in Betrieb nehmen, denn ich denke mir, eine reicht eigentlich. Wenn ich den Schalter so stehen habe, dann ist die Dachluke geschlossen. Wenn ich den Schalter so stelle, dann belüfte ich. Das heißt, die Dachluke, wenn ich in diese Richtung hier fahre mit dem Bus, dann schaut die Dachluke so aus. Das heißt, sie belüftet. Sie lässt die Frischluft hier direkt rein. Wenn ich den dann so stelle hier, dann geht sie in die Mittelstellung, also so hoch, dass dann eben hier ein Abstand ist und dass sie komplett Durchzug hat. Wenn ich ihn dann so stelle auf Entlüften, dann in Fahrtrichtung, stellt es mir die Klappe so, dass die Luft eben entweichen kann. Und wenn ich sie dann wieder, wenn ich den Schalter wieder so stelle, dann geht sie komplett wieder zu, die Dachluke. Also ich glaube, man sieht hier schon recht schön, wie sehr sich eigentlich dieses Lackieren, dieses Sandstrahlen und anschließende Pulvern gelohnt hat. Also das ist ein Vergleich wie Tag und Nacht. Diese Schrauben hier, diese, ja, wie nennt man sie? Ja, Befestigungsschrauben, keine Ahnung. Halteschrauben, die habe ich wieder neu eingeklebt, funktionieren nach wie vor wunderbar und werden mir dann später auch das Brett halten. Genau, das ist eigentlich alles dazu. Jetzt kommen wir mal hierzu. Hier diesen Pedalaufsatz von der Knorr-Bremse, also vom Bremspedal, habe ich mir auch beim OCM sichern können. Vielen Dank auch dafür. Der wird dann hier auf das Logitech-Bremspedal montiert werden. Das sieht dann in etwa so aus. Also doch ein recht dickes Ding, muss man echt mal so sagen. Ein Gaspedal habe ich mir auch schon bestellt und das Kupplungspedal, das werde ich nicht bekommen, weil die Kupplung bei den Bussen, also gerade das Pedal, sehr, sehr selten war. Und ist auch gar nicht so schlimm, finde ich, denn das Pedal, mein Gott, wenn man mal Schaltwagen fährt, das sieht jetzt hier auch nicht wirklich jeder sofort. Ja, und natürlich noch mein Getriebeschalter. Ich konnte jetzt endlich klären, von welchem Hersteller der eigentlich kommt. Er hat anscheinend ein Renk- bzw. Voith-Getriebe angesteuert, wurde aber von Rafi hergestellt, also doch eine sehr interessante Kombination. Ich weiß jetzt auch, warum er fest ist, warum er nicht mehr funktioniert. Das liegt daran, dass, ja, ich zeige es euch jetzt besser nicht, weil das Ding voller Öl ist, dass hier am Mechanismus etwas klemmt, aber ich weiß schon, wie ich das beheben könnte. Ich werde das nochmal ausprobieren und dann euch einfach auf dem aktuellen Stand halten, was dieses Ding angeht. Ja, es ist einfach eine Drecksgeschichte. Man muss da echt viel rumprobieren, bis man da einigermaßen mal auf den grünen Zweig kommt. Aber mein Gott, wenn es einfach wäre, könnte es auch jeder. Ist einfach so, ist immer so ein bisschen mein Motivationsspruch. Hier haben wir die Lenksäule, die auch gepulvert wurde, die dann eben hier reinkommt und auch da dann noch das Lenkrad drauf montiert wird mit einer Zwischeneinrichtung. Hier der Hupenknopf, genau, von Mercedes-Benz, der ja keinen Stern besitzt. Ich denke jetzt mal, es ist an der Zeit, auch den an dieser Stelle einfach mal zu inserieren für alle diejenigen, die interessiert sind an diesem Hupenknopf. Ich habe meinen bereits von MAN bzw. Büssing. Und diesen hier brauche ich nicht mehr. Das heißt, wer diesen haben möchte, meldet sich bitte per privater Nachricht, Kommentar oder E-Mail bei mir und kann den dann erwerben. Der ist auf jeden Fall fabrikneu. Hier die Bremsdruckanzeigen im Träger des BS-Brett. Hier mit dem abgerundeten Rand, auch neu lackiert. Auch hier, dass die Schildchen schon eingesetzt, also Schildchen bremst. Kreis 1, Bremskreis 2 und der Abschaltdruck, alle mit eben den Nieten, die eben nur eingeklebt wurden, befestigt, denn
die wieder neu reinzupressen würde eventuell die Schildchen beschädigen und optisch tut das ja der Sache keinen Abbruch. Das sieht ja genauso aus, als wären sie jetzt eben eingepresst. Ja, dann haben wir hier den Kienzle Tacho. Den werde ich jetzt, so wie es aussieht, vorerst mal nicht verwenden. Ich greife auf diesen mit der 100er Skala, den ich euch vorher schon gezeigt habe, den ich auseinandergeschnitten habe, zurück. Denn der war erstens häufiger in diesen BS-Bussen eingesetzt und dieser hier eher für Setra. Das erkennt man an dem Rand. Der Rand ist typisch für Setra-Busse und der ist zudem mir einfach zu schade, als dass ich ihn zerschneiden würde. Und ich werde ihn mir einfach mal so behalten als Erinnerungsstück. Außer jemand von euch sagt, er hat daran außergewöhnliches Interesse und möchte mir da mal ein Angebot machen. Gut, dann hätten wir auch das. Dann kommen wir noch zu dem BS-Brett. Das werde ich euch jetzt nochmal einmal hier vorholen. Das wurde auch gepulvert. Wie man schon sieht, leider nur mit mäßigem Erfolg. Denn es sieht eigentlich aus wie aus dem Weltkrieg, quasi mit Einschusslöchern, wie auch immer man das nennen möchte, mit Orangenhaut, ich weiß es nicht. Teilweise sieht es echt gut aus, so wie hier, teilweise aber auch wirklich, ja, grottig, kann man fast sagen. Das Pulvern war eben gerade dadurch echt teilweise aufgehalten worden, also es hat dadurch eben enorm länger gedauert, enorm viel länger gedauert, weil das Ding eben so aufwendig im Sandstrahlen war vor allen Dingen und auch im Pulvern. Es musste erstmal in eine ätzende Lauge, um einigermaßen von diesem Rost befreit zu werden, wenn ihr euch noch erinnert, wie das vorher aussah. Also ein Vergleich wie Tag und Nacht. Und man hat es dann auch letztendlich nicht wirklich hinbekommen, den Rost, dieses Brett eben noch von diesem Rost zu befreien. Er hat sich halt schon so tief reingefressen, dass es schon bleibende Schäden sozusagen hinterlassen hat. Gerade hier, wenn man das mal von der Seite betrachtet, sieht man, was ich meine. Also er hat sich da richtig reingefressen. Gut, bei dem Alter und bei dem Zustand natürlich auch verständlich. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann ich sagen, ich verwende es so, was aber eigentlich nicht dem Sinn einer Restauration entspricht. Zum anderen kann ich sagen, ich gehe her und spachtel diese kompletten Unebenheiten hier und lackiere es dann selbst nochmal neu über. Zum anderen kann ich aber auch sagen, ich trenne mich von diesem Projekt und gebe es jetzt auf. Gut, diese Möglichkeit werde ich natürlich nicht wahrnehmen. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit. Ich sage, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und lasse es mir komplett neu aus einem Blech rausschneiden. Aber da muss ich mich einfach noch ein bisschen, ja, muss ich noch ein paar Mal drüber schlafen und da ein bisschen überlegen. So, und das allerletzte Thema für heute ist das Lenkrad. Ich habe das gerade schon mal hergeholt. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe. Wenn das der Fall sein sollte, mein Gott, dann, keine Ahnung, klickt weg, wie auch immer. Ansonsten nochmal kurz hier zum Hupenknopf. Ich habe den Hupenknopf auch neu lackiert, ist schon ein bisschen länger her und mit Klarlack versiegelt und habe mir diesen Ring hier gesäubert und zwar ganz einfach. Der war davor. Ich blende gleich mal ein Bild ein in einem extrem bemitleidenswerten Zustand und sollte ja eigentlich Silber sein. Habe den Ring eben gesäubert mit einer ganz, ganz einfachen Methode. Ich habe in eine Schüssel Zitronensaft gegeben, also diesen Zitronensaft, den scharfen Zitronensaft, den man in diesen gelben Zitronen kaufen kann. Dann habe ich den Ring da reingelegt, eine Nacht lang oder mehrere Nächte drin liegen lassen und dann wieder rausgenommen. Teilweise habe ich zu dem Zitronensaft auch noch Zitronenlimo dazugegeben. Ist auch wirklich nicht schlecht. Weiße Zitronenlimo wirkt ja auch immer Wunder. Dann eben das Ganze über Nacht mal ein bisschen einwirken lassen oder über mehrere Nächte rausnehmen und den Ring dann mit Alufolie und die Alufolie immer wieder in dieses Zeugs da reintränken und dann mit Alufolie den Ring abreiben. Und so reibt man diese ganzen Oxidationsspuren runter und dann sieht er am Ende wieder aus wie neu. Zusätzlich habe ich dann noch den MAN-Schriftzug mit weißer Kreide rausgearbeitet und versiegelt und dann sah das Ganze oder sieht das Ganze so aus, wie es jetzt aussieht. Funktioniert auch top. Ja, und macht wirklich was her.
Ja, Leute, mittlerweile ist es spät abends und ich habe mir gedacht, hey, komm, das kannst du jetzt nicht bringen, dass du das nicht mehr aufnimmst. Ich zeige euch das Ganze jetzt doch noch und ja, mach somit einfach mal ein bisschen, ja, Überlänge des Videos. Aber gut, ich denke, das sollte es doch wert sein. Ich möchte euch einfach mal kurz zeigen, was ich dann doch noch gemacht habe heute Nachmittag. Und zwar genau das hier. Ich habe mein Brett einfach nochmal vervollkommnet und mal probeweise hier eingesetzt und mal probeweise angeschlossen und habe jetzt hier meinen PC schon am Laufen und werde euch das gleich mal ein bisschen präsentieren. Einfach mal so probehalber, was da schon funktioniert. Setze mich jetzt einfach mal gerade hier hin und das Geile ist ja einfach hier beim Schaltwagen. Es ist einfach zu geil. Man hat hier den Schalthebel und es macht einfach nur mega viel Spaß hier rumzufahren. Ich habe mir den jetzt auch so konfiguriert, wie er im echten Schaltwagen funktioniert, nämlich dass hier der erste Gang ist, hier der Rückwärtsgang, der normalerweise so weit nach links außen, nach links vorne geht, dass er dem Fahrer meistens schon am Knie irgendwie ja, stört oder am Knie stört. Dann haben wir hier eben den ersten Gang, hier ist dann nämlich der zweite Gang, der dritte Gang. Der vierte Gang, der hat eine Besonderheit. Er geht nicht immer ganz einfach rein. Das ist aber echt ganz toll, weil man dann eben eventuell nochmal nachtarocken muss, wie halt im echten Leben auch. Und wenn er vorhanden ist, dann auch noch der fünfte Gang. Und da geht schon die Kamera, geht schon das Kameralicht an. So, genau. Und dann wieder auskuppeln. Ja, es ist einfach geil. Es macht einfach mega viel Spaß. Und hier dieses Ding, schaut es euch an. Hey, es sieht doch einfach genial aus, finde ich zumindest. Ich finde, die Restauration hat sich mehr als gelohnt. Gerade hier unter dem Licht sieht man es mal richtig schön. Dieses neu lackierte hier, dieses sauber gemachte von den Scheiben, auch innen, wie ich das sauber gemacht habe und so, das hat sich einfach ausgezahlt. Es ist einfach ein Vergleich wie Tag und Nacht. Die neu angenieteten Schilder, der komplett neu lackierte Instrumententräger, dann auch hier ein Warnblinkschalter, der auch neu lackiert ist. Und natürlich auch die ganzen Kontrolllampen, die ebenfalls alle neu lackiert wurden und gereinigt wurden. Die Schriftzüge hier an den Schaltern, die alle erneuert wurden, man sieht es auch schön an dem hier und natürlich auch an den beiden hier, ist einfach ja, zu geil. Hier fehlt noch ein Schalter, den setze ich ja noch ein, habe ich ja schon gesagt. Hier auch der Lack wirklich ohne jegliches, ja, ohne jegliche Schäden oder Abplatzer. Zu schön, finde ich einfach. Es macht einfach schon Spaß, das Ding anzuschauen und dann hier mit dem vollen Klang so einen Schalter einfach runterzuschalten. Es ist einfach geil. Und natürlich der absolute Oberhammer hier neben den Türtastern, die dann natürlich dann auch noch leuchten werden. Das Handbremsventil, ich habe es noch nicht ganz festgeschraubt, aber um es euch mal grob zu zeigen, reicht es doch, denke ich mal. Einfach mal hier das Handbremsventil einlegen. Ja. Macht einfach zu viel Spaß und dann wieder auslegen. Es ist zu schön. Nee, echt unglaublich. Ich finde, es hat sich mehr als gelohnt, das Ding anzuschließen, beziehungsweise das Ding zu restaurieren und jetzt einfach mal hier probehalber anzuschließen. Ich habe jetzt die Kontrolllampen, die ihr hier oben seht, alle mal angeschlossen. Alles andere noch nicht, nur mal die Kontrolllampen. Wie ich das schon mal gemacht habe oder schon mal gezeigt habe, ist es auch hier jetzt gemacht worden. Ich zeige es euch gerade nochmal. Ich schraube hier nochmal eine auf. Ich habe die LEDs, die ich euch ja vorhin schon gezeigt habe, dann hier reingeführt und dann mit einem Schaumstoffflip befestigt. Und jetzt kann ich da die Kontrolllampe einfach draufschrauben, nicht zu fest. Und schon ist das wunderbar. Die Schrauben, die habe ich jetzt von ihrem Kleber wieder befreit. Also die sind jetzt absolut lose da reingesteckt worden, aber sie halten bombig, sie halten quasi, als wären sie hinten mit diesem Sprengring befestigt. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie das dann aussieht, wenn die Kontrolllampen wirklich leuchten. Dazu habe ich mir hier schon mal OMSI geöffnet und ja, werde das gerade mal versuchen zu starten. Ich muss die Tastatur mal ein bisschen näher ranholen. Genau, also schalten wir doch einfach mal die Elektrik ein. So, und dann brennen sie hier die wunderschönen Kontrolllampen für die Handbremse, für die Batterie, für die Betriebsunfähigkeit. Ja, schalten wir doch nochmal Fernlicht hinzu.
Mache ich gerade mal hier. Ja, geht jetzt nicht, weil wir nicht abblenden. Schalten wir erstmal Licht ein und jetzt das Fernlicht. Und natürlich dann auch nochmal den Blinker. Ja, es ist einfach geil. Vor allen Dingen dann eben, wenn man hier davor sitzt. Ja, und das dann so sieht. Es macht einfach zu viel Spaß. Wenn man hier dann davor sitzt und dann noch das Lenkrad hier vor sich hat und alles glänzt so schön, alles ist so schön, wie neu quasi. Und du hast alles zum Anfassen, kannst hier alles direkt bedienen, kannst hier alles sehen, in Originalgröße sehen und nicht nur auf dem kleinen Bildschirm. Dann hat man hier drüben zusätzlich natürlich noch die Steuerelemente. Du kannst hier drücken, dann geht hier die Haltewunschlampe später an. Du kannst hier dein Geld wechseln. Ja, keine Ahnung, mach ich mal. Ja, und hier einen Gang einlegen, es ist einfach zu genial. Also ihr seht, es macht einen Heidenspaß, so ein Projekt zu verwirklichen und es funktioniert auch wirklich. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.